Siehst du, der Hoffnung stirbt zuletzt. Take two. Da sind wir mal wieder. Mal wieder mit unserem TF103. Wir sind als Auto jetzt letztes Mal in Mugello gefahren und auch unsere Autos haben natürlich auch Schäden. Auch wenn sie gerade frisch restauriert sind. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, die Autos wurden damals für 400 Kilometer gebaut. Und wir hatten bei unserer letzten Tour leider recht zügig da eine Leckage in der Hydraulik. Jetzt haben wir heute unseren Experten in Remco wieder zu Besuch. Unsere kleine Hydraulikmaschine, auch Waldi genannt, haben wir schon bereitgestellt. Die werden wir jetzt mal vorwärmen, indem sie einfach mal anschalten, damit... Wow, was ein Tier! Dann werden wir jetzt gleich die Hydraulikmaschine ans Auto hängen, werden dann quasi mal den Druck drauf geben auf die ganze Hydraulik, um zu schauen, wo genau die Undichtigkeit ist. Wir haben da zwar schon eine Vermutung, aber na gut, kann auch sein, dass nur ein kleiner O-Ring kaputt ist, kann auch sein, dass da ja, irgendwo ein Riss ist oder sonst was. Wie gesagt, gleich wissen wir mehr und ja, dann schaut uns mal zu, was wir für Sachen machen. Also du hast jetzt gesehen, dass es schon ziemlich tropft. Weißt du schon, wo das Problem ist? Das Problem, das sieht so aus, da ist eine Trennstelle zwischen Pumpe, das ist die Einheit hier, die Hydraulikpumpe, und den Hoch- und Niederdruckspeichereinheit, das ist diese hier. Und da irgendwo in die Trennstelle, da tropft es. Also da ist vermutlich eine Dichtung kaputt. Jetzt müssen wir die ganze Einheit ausbauen und dann können wir da eine neue Dichtung einsetzen und dann sollte das eigentlich wieder in Ordnung sein. Was mir einfällt, gerade Remco, nach unserem letzten Kauf bei Toyota haben wir ja einen kompletten Motor mit allem drum und dran bekommen. Sprich auch mit der Hydraulikpumpe. Schau, da oben, hier in unserer Motorenwand sind wir. Einer von diesen zwei Motoren werden wir uns nehmen. Dafür muss ich also das Kleingedruckte mal da lesen. Aber ich denke mal, dass wir von dem einen dieser Motoren dann uns die Hydraulik runterholen, und weil das ist hundertprozentig original. Die Teile oder diese Motoren haben wir erst vor einigen Monaten gekauft bei Toyota, bevor wir das wussten, dass wir die überhaupt bekommen können, die Teile. Also die Pumpen, die verbaut sind, sind vom originalen Hersteller, sind unmenschlich teuer. Und allerdings ist da natürlich auch in den letzten 18, 19 Jahren Entwicklung gewesen. Dadurch sind die Pumpen jetzt natürlich auch einiges kleiner, leichter. Ja, und dadurch mussten wir auch mit so Adapterplatten arbeiten, und so wie es aussieht, wie der Remco gesehen hat, ist diese Adapterplatte, die hat eine Undichtigkeit zur Pumpe hin. Werden wir gleich sehen, wenn wir es der Remco ausgebaut haben. Und dann können wir auch mal bestimmt das Originalbauteil und diese neue Version nebeneinander legen. Das schauen wir gleich an. Wir sehen es gleich. Jetzt.
geiler. Geiler Motor. Mit Auspuff. Leck mich an. Mit Geld nicht zu bezahlen. So selten. Und da kaufen sich andere Leute McLaren. Also. Ist viel seltener, das hier. Geiler. Gut, dann werden wir den jetzt mal rausholen müssen irgendwie. Und dann auf den Bock. Und weil die Hydraulik, die sitzt ja unten drunter, da kommt man natürlich so nicht dran. Also ist alles drin, was du brauchst. Ich sehe das ja nicht, weil also aber wenn er, ich habe ja nichts mehr abgeschraubt und ich habe den letztens eingelagert, dann wird das wohl drin so sein. Was hast du jetzt für einen Teil? Das ist der Hochdruck- und Niederdruckspeicher. Das ist der Niederdruckspeicher, das ist ein Kolbenspeicher. Das ist der Hochdruckspeicher, das ist ein Membranspeicher. Der Niederdruckspeicher gewährleistet quasi, dass der immer ein bisschen Druck an der Saugseite der Pumpe ansteht, sodass der nicht kavitiert. Der Hochdruckspeicher ist da, wenn die ganzen Systeme gleichzeitig irgendwas machen, dann ist da so eine Höhe Bedarf an Fluss, dass die Pumpe alleine das nicht bringen kann und der Hochdruckspeicher ist dann quasi den Puffer, so quasi wie eine Batterie im Auto. Falls da mehr Strom gefragt wird, als was der Generator liefern kann, dann macht der Batterie das. Und so ist das hier, was der Hochdruckspeicher macht. Da haben wir den Fehler. Also da ist eine Adapterplatte zwischen Pumpe und die Speichereinheit, die Akkumulatoreinheit. Da ist, so wie sehr einfach zu sehen ist, ganz klar und deutlich den O-Ring kaputt. Und deswegen, wegen so einem kleinen O-Ring, ist das ganze Hydrauliksystem lahmgelegt und damit den kompletten Auto unfahrbar geworden. So, 1-Euro-Teil ist kaputt. Und was ist jetzt der Plan? Der Plan ist, weil das ist schon das zweite Mal, dass uns das passiert ist, um eine neue Platte zu designen, der wesentlich steifer ist, womit der O-Ring dann besser geschützt sein soll. Unser kurzfristiger Plan ist, um von einem komplett neuen Originalmotor den Hydraulikpumpe abzubauen und der auf diesen Motor einzubauen, damit wir schnellstmöglich wieder in der Lage sind, dem Auto zu bewegen. Also, hier ist der Ersatzmotor und wie Sie sehen, ist da die gleiche Speichereinheit dran mit dahinter versteckt eine Original-Hydraulikpumpe von damals. Jetzt werden wir bei diesem Motor die ganze Einheit wieder abnehmen, damit wir an die Pumpe drankommen. Dann werden wir da die Pumpe abnehme und die umsetzen auf den Auto da. Und damit sollte das alles wieder okay sein. Jetzt haben wir hier die Originalpumpe, das schöne Teil, so wie die damals in 2003 verbaut worden sind. Das hier ist eine schöne nagelneue Pumpe und wie man sieht, sind die leicht unterschiedlich. Also da hat sich auch bei der Firma Parger Abex
einiges getan. Das Design ist schön klein und leicht geworden, aber hat für uns ein Problem dargestellt, dass die nicht 1:1 passt in dem Auto. Deswegen müssten wir da eine Adapterplatte bauen und der besorgt uns Schwierigkeiten. Also was wir jetzt machen werden, ist die Platte ändern, damit der steifer und stabiler wird. Aber das dauert natürlich ein bisschen und deswegen werden wir jetzt als schnelle Lösung diese originale Pumpe von damals an dem Auto verbauen, damit wir das Auto wieder schnellstmöglich ans Fahren bekommen. Ja, zum Eindruck, also das hier passt schön. Also wie es aussieht, können wir das so 1:1 übernehmen. Und dann gehen wir mal einbauen. Jetzt. Jetzt ist alles wieder am Auto verbaut. Kann ich Ihnen mal zeigen. Also die Speichereinheit ist dran. Die Pumpe, die vorher auf den anderen Motor dran war, ist dran. Alle Leitungen sind wieder angeklemmt. Wir müssen nachher, wenn alles wirklich tipptopp ist, die ganze Kabel und so weiter nochmal mit Kabelbinder schön in der Lage halten. Wir haben mal abgedrückt und gesehen, dass soweit alles dicht ist. Also in dem Sinne gibt es da noch Hoffnung. Jetzt werden wir noch mal kurz mit der Alessandro zusammen die ganze Aktuatoren betätigen, damit wir das alles noch vernünftig entlüften können. Mittlerweile wird auch der Motor vorgeheizt. Sprit ist schon in der Tank, Motoröl ist drin. Also wenn wir mit dem Entlüften durch sind, können wir einen Fire-Up machen, zu sehen, ob wirklich alles einsatzbereit ist. Also, wie ihr gesehen habt, heute ist schön gelaufen, ist auch alles dicht und gut, man sieht natürlich auch, dass nach knapp 20 Jahren, ja, auch mal was, auch wenn es frisch revidiert ist, auch mal ein bisschen was schief läuft. Ist halt so.
Wir sind einfach viel zu verwöhnt von den Toyotas, aber die halten eh unglaublich für so ein, für ja, ein Formel-1-Auto. Erstaunlich. Das ist der Hammer, die Dinger. Aber Reservemotor, was ist jetzt, okay, fehlt jetzt zwar die Pumpe dran, wir werden da bestimmt in Zukunft was bauen für, aber den werden wir jetzt wieder einlagern. Und ja, ich hoffe, beim nächsten Event wird er problemlos sein, das Mäuschen, oder? Wird problemlos sein, Dirk. Habt ihr gehört? Der Mann ist vom Fach. Kein Problem. Alles klar. Viel Spaß noch. Bis zum nächsten Event. Ciao. Ciao, ciao.